So, willkommen zurück hier zu Outland. Nach wie vor in der Eishöhle. Vollständig geheilt, dank des Kristalls. Und nach wie vor viel zu leichtsinnig, wie ihr seht. Allerdings ist es hier nur halb so wild, denn ich kann hier einfach ein bisschen cheesy sein. Und einfach nochmal zu dem Kristall hochgehen. Um mir noch ein Herz abzuholen. So, gib mal her. Dankeschön. Muss ich denn überhaupt hier runter? Ja, richtig. Oben war ein Tor. Ich kann nicht weiter nach rechts. So sieht's nämlich aus. Ich hasse diese Viecher. Die fangen immer dann an zu britzeln und zu bitzeln, wenn ich gerade drauf und dran bin, auf sie drauf zu hauen. Was soll das? Das ist doch Absicht. Oder? Das muss doch Absicht sein. Ach so. Ich dachte, hier geht's weiter, aber hier muss ich einfach nur den Schalter drücken. Das Schöne ist natürlich, ich komme jetzt auf dem Rückweg ohnehin an diesem Kristall nochmal vorbei. Ich muss hier sogar hin, ne? Wie es aussieht, jetzt komme ich gar nicht hoch. Den haben sie ja geschickt platziert. Was? Also was? Ja. Okay, langsam habe ich glaube ich den Dreh raus. Okay. Okay, habe ich nicht. Wie gut! Jetzt ist alles aus. Aber nee, was ich eigentlich meinte ist, die blauen kommen bis zum Boden runter, die roten nicht. Okay, interessant. So, wechselt ihr die Farbe? Nein, tut ihr nicht. Ich bleib einfach mal blau. Dann muss ich nämlich nur auf die roten achten. Das macht das Ganze dann doch ein bisschen einfacher, meiner Meinung nach. Ich bin nämlich als Mann nicht allzu multitaskingfähig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein Mann bin, aber ich bin nicht allzu multitaskingfähig. Hey! So, wo muss ich hin? Ich muss nach unten. Also schaue ich mich erstmal hier oben um. Ach, das sind die, die ich von oben nichts anhaben kann. Na, klasse. War ja klar. Geh mal weg. Dann haust du mal drauf. Und dann hau ich auf dich drauf. Möchte ich diese Energie für 40.000? Ich glaube, ja. Ich meine, ich habe dreimal so viel Geld. Also, gib her, gib her. Nimm ich gerne. Ich habe ja mittlerweile auch ein bisschen den Umgang damit gelernt, ne? Ups. Geh mal aus dem Weg. Dann gehst du mal weg. Dann gehst du mal weg. Und dann geht ihr mal weg. So. Dann räume ich hier oben nochmal eben auf. Und jetzt kann ich mich um dich kümmern. Hier, ich habe was für dich. Verdammt. Was hältst du davon? Siehst du? Dachte ich mir. Sag mal, was zum... Ah! Blödes Hindernis. Naja, was soll's. Ich habe überlebt. Alles andere ist egal. Das war dumm. Das war die falsche Taste. Ich wollte hier hin. So, und den da kriege ich ganz einfach. Hey! Naja. Habe ich das Geld halt nicht. Was soll's. So, ich darf hier auf keinen Fall die Farbe wechseln. Sonst kommen die... Sag mal, ich bin doch gerade draufgesprungen. Was war das denn? Was war das denn?
Okay, da kann ich hoch. Was ist eigentlich mit diesen fliegenden Teilen da? Hui, das war knapp. Diese fliegenden Teile, die da so leuchten, die tun wohl scheinbar überhaupt nichts. Naja, soll mir recht sein. Ach nee. Ich war gerade in Gedanken bei den Checkpoints. So, geh du mal weg. Ich mag es nicht, dass du hier rumschießt. Naja, was heißt schießen? Die fallen einfach nur runter, ne? So wie es aussieht. Das sieht ganz so aus, ja? Ich mag es trotzdem nicht. Geh mal weg. Das tut weh, wenn es mich trifft. Und ich mag nicht, dass es weh tut. Ja. Okay. Bin fort mit dir. Aber dein Geld nehme ich. So sieht's nämlich aus. Hier ist eine Todsünde, ich weiß, aber er ist ja schon tot. Also kann ich ja auch nichts mehr kaputt machen. So, da geht's weiter. Ich bin gespannt, was kommt. Proving Grounds. Tja, dann muss ich mich hier wohl beweisen, wa? Machen wir doch mal. Geht's da irgendwie hoch? Das sieht so offen aus. Sieht so ein bisschen danach aus, ja. Aber da es kein Launchpad gibt... Oh mein Gott, was seid ihr denn? Naja, was heißt ihr? Er hier. Ist ja nur einer, klar, aber... Eigentlich meine ich den Gegnertyp. Und ich gehe, wie bei allen Gegnern, eigentlich davon aus, dass es auch davon mehrere gibt. Da komme ich leider gerade nicht. Von daher habe ich da gerade den Plural benutzt. Das war nicht der Plural Majestatis. Majestätis? Majestatis? Majestatis heißt das. Ja, Koordination und so. Okay. Man kann da also nicht drüber springen. Mhm. Das ist gerade zu weit. Verstehe. Zum Glück ist hier ein Checkpoint. Ich glaube, ich weiß, wie das gedacht ist. Man hüpft und verkackt die Koordination. Genauso war es, glaube ich, gedacht. Geh mal weg. Ich mag es nicht, wenn Gegner über meinen Kopf rum... Köpfen rum... Über meinen Köpfen, na klar. Meine Güte, was ist denn heute los mit meiner Sprache? Über meinem Kopf natürlich. Gegner über meinem Kopf rumschweben, das mag ich nicht. So, jetzt habe ich hoffentlich eine Plattform und nicht die Stacheln. Komme ich hier hoch? Leider nicht ohne Launchpad. Moment, da komme ich her. Ansonsten komme ich da hin. Ja, da komme ich nicht hin. Schade. Gut, aber hier bin ich sicher, solange ich blau bin. Einfach mal blau machen. Gut, die große habe ich erwischt. Die anderen Münzen sind mir zweitrangig. Es sei denn, es sind ganz viele auf einmal. Nein, die große! Verdammt! Da habe ich nicht drauf geachtet. So, aber die kriege ich. Ja, die kriege ich. Hui, aber gerade so. Die verschwinden ganz schön schnell, die Dinger hier, ne? Also es reicht gerade nicht aus, um nochmal einen anderen Gegner umzulegen. Gehen wir aus dem Weg. Aber es reicht, um die anderen Vasen hinten dran zu öffnen. So viel ist sicher. Oh, guck mal, noch so einer. Hä? Der kann sich teleportieren mitten auf mich, um mir dann Schaden zu fügen. Ist ja fies. Sowas mag ich nicht.
gut, was heule ich hier eigentlich rum? Ich habe mir das Spiel selber ausgesucht. So gesehen. Habe ich da eigentlich nicht viel? Ich meine, ich kann eigentlich keine Schuld geben, außer mir selbst. Und seit wann kann ich die denn hochschleudern? Das ist mir neu, die mit dem Schild. Okay, sie haben ein bisschen eine andere Waffe, aber liegt das echt daran? Oder bin ich plötzlich irgendwie besser geworden oder so? Geht mal echt eben weg. Und bei denen wusste ich es ja schon. Da ging es ja schon immer. So, muss ich da hoch? Ja, also gehe ich erstmal nach links. Aber dass ich die hier mit Schild... Yep, dup, 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 dup. Nein. Mist, da komme ich nicht hoch. Wie mache ich das? Das mache ich so. Und dann kann ich den zwar nicht zerstören und kriege kein Geld davon, aber das ist mir egal. Egal, geh weg. Das da will ich. Und... Na, das hat nicht geklappt. Dann muss ich ja nochmal hoch. Hä? Ja. Und wie das klappt und wie das Geld gibt. Also so ein kleiner gibt 50, wie viel gibt der große? Ich weiß gar nicht mehr. Mehr auf jeden Fall. Deutlich mehr. Müsste ich mal gucken. Muss ich mal genau hinschauen, wenn ich mir eine große einsammle, wie viel das eigentlich gibt. Was ist das denn? Ein Fisch, der die Farbe wechselt. Ein Chamäleon-Fisch sozusagen. Wow, und er explodiert. Interessant. Wenn ich ihn haue, explodiert er. Was passiert? Ach so, wenn ich ihn mit gegengesetzter Farbe haue, dann geht er kaputt. Und wenn ich ihn mit der gleichen Farbe haue, explodiert er oder wie? So, allerdings komme ich leider nicht durch bei diesem Tor. Das sieht doch nach einer praktischen Erfindung aus. Energieschild. Ich kann Energiebolzen, also wahrscheinlich die Kugeln, die um mich herum schweben, sammeln. Und dann in einem Energieblitz, in einem Burst of Power, was das aufmacht, wissen wir, in einem in einer Explosion sozusagen. Ich dachte, das wäre hier. Das alles nach außen schießen. Ah, ja, so sieht das also aus. Interessant. Gefällt mir. Aber mir fehlt immer noch eine Technik. Hä, was? Okay. Mir fehlt immer noch eine Technik. Nämlich der... wie heißt das? Das, was ich die ganze Zeit schon wollte. Ah, dieses Jump Pad, genau. Jump Pad. Und Teleport habe ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Habe ich schon Teleport? Kann ich mich schon teleportieren? Nee, doch, kann ich schon. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich es nie gebraucht habe bisher. Weil ich einfach immer alles gleich erforsche und das dann nicht mehr brauche. Da unterhalb von mir, rechts unterhalb von mir, ist so eine Höhle. Wie komme ich da rein? Ah, keine Ahnung. Ich speichere hier mal eben nochmal, nachdem ich jetzt das Tor geöffnet habe. Um sicher zu gehen. Das Interessante ist natürlich auch mit dieser Fähigkeit, kann ich halt auch das hier machen, ne? Moment, falsche Taste. Ich kann hier irgendwelche Kugeln, die rumschweben und mich nerven einfach. Einfach mal verschwinden lassen. Ich nenne sie Chamäleonfisch. Hups. Ja, gut, dass ich da gerade gespeichert habe. Ne? Proving Grounds, ja. Jetzt wisst ihr auch, warum das so heißt. Weil man sich hier beweist. Oder halt eben auch nicht. Geh mal hier weg. So, ich muss die treffen, wenn sie blau sind. Das war vielleicht nicht so klug. Ah, die schießen auch noch in zwei Farben. Das ist ja fies. Ich könnte theoretisch sogar schnell genug wechseln, um dem Ganzen auszuweichen. Ja, geh mal weiter. Ich will dich von hinten hauen.
Na? Das ist echt neu bei den, Schildviechern. Ohne Scheiß. Das kann ich so noch nicht. Ach, das bringt ja nichts. Geh weg. Na, geh weg. So. Dann würde ich gerne hier den hier tun. Und dann kann ich da gefahrlos hoch. Genau. So habe ich mir das gedacht. Naja, dass das hier öffnet, war mir schon irgendwie klar. Autsch. Ach nee, das ist der. Das ist der vom Anfang. Die kann ich nicht hochhauen. Okay. Der hat ja gar kein Schild. Dafür müsste ich den aber ja dann abschießen können. Ich dachte, die hätten alle ein Schild. Aber nee, es gibt ja auch welche, die einfach nur ganz besonders schnell sind. Das waren die Fiesen, richtig. Nicht die da. Die da sind harmlos. Denn mit denen kann man den hier machen. Und wenn man sie in die Luft wirft, dann können sie nichts mehr. Und die geben hier ordentlich Geld, hey, diese Fische. Ups, das war nicht so gut. Das war gut. So, hier geht's weiter. Und da die Folge schon so lang ist, sehen wir uns dann nächstes Mal wieder in beim Holy Mountain, beim Heiligen Mountain, genau, beim Heiligen Berg.